Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode der Kochshow. Ist lange her. Diesmal war ich bei einem Arbeitskollegen, habe da gekocht und ich wünsche euch viel Spaß. So, kommen wir zuerst mal zu den Zutaten. Da haben wir zum einen 500 Gramm Pellkartoffeln. Das heißt, ihr müsst die Kartoffeln erst noch kochen und schälen. Dann ein Laugenbrezel. Des Weiteren zwei Eier. 80 Gramm Chorizo-Wurst. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. 100 Gramm Rucola. Circa 100 Gramm grüne Bohnen. 8 bis 10 schwarze Oliven. Eine Zwiebel und circa 100 Gramm Speck nachher, um die Kartoffeln anzubraten. Und das Glanzstück, circa 350 Gramm Roastbeef. Zuerst fangt ihr damit an, das Roastbeef in dünne Scheiben zu schneiden. Also keine dickeren Medaillons, sondern wirklich relativ dünne Scheiben. Und anschließend schneidet ihr dann die Pellkartoffeln in kleine Würfel. Ich muss nochmal gerade dazu sagen, das ursprüngliche Rezept stammt aus einem Kochbuch von Steffen Hensler. Ich habe allerdings noch einige Zutaten dazu ergänzt, falls einem das jetzt irgendwie bekannt vorkommen sollte. Aber es ist ja auch trotzdem immer nur mal gut, so ein Rezept nochmal als Video zu haben. Also es ist nicht 100% meine Erfindung. Dann schneidet ihr die Chorizo in kleine Scheiben. Den Salat hackt ihr so ganz grob vor in so gröbere Stücke, also muss jetzt nicht so ganz, ganz klein sein, sondern einfach so zwei, dreimal mit dem Messer durchgehen, einfach damit die Blätter etwas kleiner sind. Dann fangt ihr mit dem Brezel an, den schneidet ihr erstmal in relativ große Stücke, das heißt, ihr schneidet ihn quasi erstmal auseinander. Anschließend schneidet ihr diese größeren Stücke dann in so kleine, mundgerechte Stücke einfach. Dann stellt ihr eine Pfanne auf mit einer Menge Olivenöl und gebt zuerst mal die Zwiebeln rein, damit die ein bisschen anschwitzen können, und dann gebt ihr die Kartoffeln rein und bratet das Ganze erstmal durch, damit die Kartoffeln ein bisschen kross werden. Anschließend gebt ihr noch den Speck rein, dann habt ihr quasi wie normale Bratkartoffeln, dann nehmt ihr das Ganze raus und gebt danach in diese Pfanne dann die Brezel, die bratet ihr auch an, nehmt sie raus, gebt sie zu den Kartoffeln dazu und dann kommt, wie ihr seht, schon das Fleisch. Das gebt ihr dann auch rein, lasst es ganz kurz nur braten, dann gebt ihr anschließend die Chorizo rein. Vermischt das Ganze dann relativ gut und dann kommt schon der Rucola dazu. Das Fleisch ist jetzt noch relativ rosa, muss es aber auch, weil da kommt jetzt noch einiges dazu, und in der Zeit, wo das alles noch dazu kommt, hier die Oliven, da die Bohnen, kann eben das Fleisch noch so ein bisschen durchgaren, ist aber dann am Ende nicht zäh, sondern ist innen drin perfekt rosa. Dann am Schluss kommt eigentlich das Gemisch rein mit den Bratkartoffeln und den Brezeln. Und das Ganze vermischt ihr dann. Dann macht ihr in der Mitte der Pfanne wie eine Art Loch oder Krater. Und da gebt ihr dann die Eier rein. Wenn die dann nämlich direkt auf dem Pfannenboden landen, erhitzen die ein bisschen schneller. Sonst dauert das ein bisschen länger, bis die, ja, ich sag mal, durch sind. Die brauchen ja nicht allzu lange, um durch zu sein. Und sobald die Eier da drin sind, vermischt ihr das Ganze dann miteinander. Dann gebt ihr das Ganze auf den Teller. Und das war's eigentlich schon. Sieht relativ einfach aus, schmeckt aber super. Ja, das Ganze haben wir dann natürlich auch direkt vor Ort gegessen und ich habe nur positives Feedback bekommen. Ich weiß, die Zutatenkombination ist etwas strange, aber es schmeckt wirklich sehr gut. Glaubt mir, einfach mal ausprobieren, wenn ihr die Zutaten findet. Ist ja nicht so schwer. Es ist jetzt nichts Spezielles dabei, aber man muss schon speziell dafür einkaufen, weil das ist jetzt nicht irgendwas, was jeder zu Hause hat. Und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß an der heutigen Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.